Hi Leute, also wir haben heute mal wieder beschlossen, wir machen was Neues. Und deswegen sind wir spontan auf die Idee gekommen, oder was heißt spontan, also ich habe es halt vorgeschlagen vor ein paar Tagen, dass wir in den Englischen Garten nach München fahren. Und voilà, hier sind wir. And I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. Vor dem Jahr 1789 war es das Jagdgebiet von Fürst Karl Theodor, heute besser bekannt als der Englische Garten von München. Mit seinem 375 Hektar ist er größer als der Central Park in New York. Er zieht 3,5 Millionen Besucher jährlich an. Hier zur Rechten sehen Sie das Rumforthaus, welches im klassizistischen Stil von Johann Baptist Lechner 1791 als Offizierscasino erbaut wurde. Dieses wurde nach dem Reichsgrafen von Rumford, Sir Benjamin Thompson, benannt und diente als Aufenthaltsort für Offiziere. Heute ist es ein Natur- und Kulturtreffpunkt.
Johann Baptist Lechner nahm 1789 die große Pagode im königlichen Schlossgarten Kew Gardens in London zum Vorbild. Er ließ mit einer Bauzeit von einem Jahr den halb so großen Turm mit 25 Meter errichten. Der chinesische Turm brannte mehrfach ab, zuletzt 1944 nach einem Bombenangriff. Dazu gehört heute der zweitgrößte Biergarten Münchens mit rund 7000 Sitzplätzen. Bildhauer und Grafiker Josef Erlacher erbaute im Stil der Biedermeierzeit dieses Kinderkarussell. Das um 1820 entstandene Kinderkarussell in der Betzischen Gastwirtschaft diente ihm zum Vorbild. Auf einem künstlich angelegten Hügel wurde der 16 Meter hohe Rundtempel Monopteras im klassizistischen griechischen Stil errichtet. Leo von Klenze entwarf auf Wunsch von König Ludwig I. diesen Rundtempel. 1832 bis 1836 wurde dieser erbaut. Einen Spaziergang ist der englische Garten alle Male wert. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao.